Ich finde Champion Delivery ganz cool. Herzlich willkommen zum Banger. Bin immer noch krank, also immer noch ohne Cam. Ist jetzt überraschenderweise von gestern auf heute auch nicht besser geworden, nachdem ich gestern 8 Stunden gestreamt habe. My bad. Hallo, David, ich grüße dich. Ach, das freut mich doch, dass ich Unterhaltung geboten bekomme. Azurio, sehr gerne. Frankie, danke dir für die guten Messungswünsche. Dachte immer, Stream sei so gut wie Antibiotika. Ja. Ja. Last Augment of this game will be gold. Das ist ja sehr boring. Ich finde aber da eigentlich alle Portale irgendwie cool. Ist ja nicht immer ganz mein Stil, aber. Manche mal irgendwas, aber das ist ja wirklich turbo-boring. So, was spielen wir Feines? Ich habe mir auch gar keine Gedanken gemacht, ne? Ich habe irgendwie nicht so Lust gehabt, mir zu überlegen, was ich spielen will. Aber machen wir es mal von den Items abhängig. Ich glaube, den sell ich probably. Aber Double Ash mitnehmen ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja, macht's mal. Das ist schon ein gutes Early Board, ne? Ist ja die Frage, ob man die Seraphine 2 mitnimmt. Parry. Na. Boah, ist das hier vielleicht sogar Reroll? Also Lilia Poppy. I don't think so. Aber ich werde nicht genug Gold haben, um das alles zu spielen, ne? Warrior Crest ist aus dem Spot nicht playable. I guess it's all that shimmers. Aber da habe ich jetzt das Problem, dass ich gar nicht weiß, welche Shimmer-Items die richtigen sind. Und ich das jetzt auch nicht mehr in Time rauskriege, ne? Uiuiui. Ich denke, man spielt das so dann. Starsaborn wäre nicht so bad gewesen. Wo ist deine Begründung? Also ich sage nicht, dass es falsch ist, aber ich sehe jetzt nicht genau. Also ich sehe jetzt nicht den Punkt. Warum es gut ist. Ach, für Reroll. Ah, du hättest hier Lilia, Poppy, Zoe, Reroll gespielt mit Star Saborn und dann Ari 2 und Poppy 2 genommen oder so. Ja, ja, ja. Kann ich sehen. Finde ich cool. Hätten wir aber vorher mehr scouten müssen, ne? Oh mein Gott, mein Problem wird wirklich von niemandem gefokust. Was echt bitter ist, weil gegen Multistriker kriegst du die Procs eigentlich gut durch. Aber ja, so wie geschafft, dass keiner sie fokust. Ja, ich glaube, das ist jetzt schon ein Problem, ne? Moguts May, ersten beiden Runden kein Gold bekommen. Dann wird das schon mal ein bisschen unangenehmer hier. Er macht auch noch True Damage zu einem Überfluss.
Ja, und was sind wir hier comp-wise? Wir haben no idea, ne? Also wir haben eigentlich mehrere Multi-Striker-Gegner. Da kriegt man die Stacks eigentlich immer sehr gut zusammen. Könnten wir 2 Gold kriegen. Nice. Actually pre-levelt man hier, glaube ich. Ja, ich denke, es wird hier einfach ein BT. Weil es jetzt irgendwie echt nicht so aussah, dass hier irgendwer... Und jetzt halten wir uns mal die Variante offen, hier für Karma zu gehen. Otto, die reinzunehmen, ist, denke ich, am stärksten. Witchcraft 4 ein Ding. Ist Bastion 4 ein Ding? Bastion 4 oder Porte? Ich glaube, es ist Bastion 4, ne? Wir haben alle sehr weak Boards eigentlich. War ein bisschen überrascht über den Damage, aber das macht tatsächlich vollkommen Sinn, weil der Gegner hier Press the Attack hat. Das heißt, er macht True Damage. Multi Striker Plex applies Deck on the target for 5 seconds, every third attack deals True Damage. Das heißt, meine Poppy hat zwar über 4 Bestien echt viel Resistenzen, aber die sind eher zweitrangig. It's actually not losable, oder? Ich glaube, das ist Best Positioning. Weil die Ari so eigentlich nie 2 Targets trifft. Oh, es sei denn, mein Nulo stellt sich natürlich dahinter. Habe ich nicht ganz dran gedacht. Aber irgendwie fokussiert die Ari jetzt auf den Shen, was natürlich gut für uns ist. Ja, full win streak, that's good. Gibt es aktuell OP-Meter, Kopf wie Sundra und Ari vorher? Nee, 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 ist ganz so schlimm, ist es nicht. Ja, ich weiß noch nicht so richtig, was wir hier sind. Wir haben natürlich nicht so viel Gold bekommen. 5 Gold aus dem Gold-Augment. Also klar, es ist auch ein Item. Die Zelfs sind jetzt nicht so mega. Vom Feeling her würde ich sagen, sind wir hier Karma. Die Items sind noch ein bisschen tricky, ne? Magic goes in, might comes out. Das ist nicht so gut für mich.
Boah, war das close. Uiuiuiuiuiui, das hätte auch ganz böse ins Auge gehen können. Boah, ich habe nicht so einen coolen User dafür. Was mache ich hier? Ja, vielleicht ein bisschen früh gerollt, ne? Scheiße, ich bin nicht so stark. Hätte hier eine Welt gegeben, wo ich einfach Level 7 gehe, um den Winstreak zu halten, ne? Weil der Roll auf dem Olaf leider nicht so strong war. Aber er kommt jetzt nicht damit durch. Dann ist es wohl okay. Okay, also irgendwie sind wir voll Winstreak. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich gute Sachen spiele, ne? Jetzt habe ich halt BT, aber Items auf den Olaf, das ist irgendwie alles sehr, sehr merkwürdig hier. Nächster Fight wird ganz, ganz wichtig. Aber ist schon reasonable davon auszugehen, dass wir den verlieren. Scheiße. Schon eigentlich echt überhaupt keine kommt, ne? Jetzt hier den Remover eingeschmissen, weil ich echt Angst habe, den Fight zu verlieren. Ich meine, es klappt, ne? Dann mattert es vielleicht auch einfach nicht so sehr. Aber ich glaube, jetzt wird es halt wieder sehr eng. Also wenn wir den nächsten Fight gewinnen, ich glaube, dann sind wir echt in einem überragenden Spot. Und gegen den wird es zum Beispiel sehr unangenehm, weil der einfach Press the Attack spielt. Na, scheiße. Hm.
Meine beiden CC-Units haben hier einen CC durchbekommen. Und dann reicht's einfach, ne? Junge, Junge, Junge. Okay. 40 Gold, Level 7. I guess it's fine. So, auf welcher Unit ist das Item am besten? Wer ist es denn? Blacksmith, ne? Blacksmith ist ein Delta auf Poppy ist actually mit am besten, der Fuck. Aber das, denke ich mal, kriegt man einfach aus dem einen Augment raus. Boah. Wie schlecht ist Karma mit Spear? I'm not sure. Aha. Ja, ich denke, das ist fein, ne? Ich denke, ein Bart wäre irgendwie ganz cool. Warrior irgendwie. Nice. Aber schon sehr close jetzt, ne? Hätte ich nicht unbedingt gedacht. Also mein Problem ist, dass ich Zillion und Bart nicht habe.
Und ich habe keine Hero Reduction. Das ist nicht so gut, ne? Keywinder ist brillant. Ja, das Board ist einfach korrekt so, ne? Mach mal einen Trick, Serd. Und wir kommen hier nämlich nicht durch. Nice. Ja, ist fein. Ist fein, ist fein. Trotzdem gerne noch den vierten Win, aber weiß nicht so richtig, was der Play ist. Ich weiß gar nicht, was mein stärkstes Boardcard wäre. Okay, so ohne Heal Reduction ist der auf jeden Fall sehr schwer zu besiegen. Schade. Hätten wir gerne mitgenommen. Also ich denke, Nasus 2 würde hier viele Probleme lösen. Ich würde hier die Cassio spielen, ne? Maya Sino, gute Besserung, Peter Falk für Grandmaster. Ich quäl mich noch aus Platin raus. Ja, das kommt Zeit, kommt Rat. Okay. Huge. Das ist wirklich huge. Die Frage, ob man hier nicht Cassio droppt und Nico droppt und Briar spielt. Aber ich persönlich finde 4 Witchcraft eigentlich immer ganz schön cool. Aber ich denke, 4 Preserver ist einfach stärker. Schon gerne Level 9 gehen hier, ne?
Würde irgendwie auch hoffen, dass das reicht vom Power Level. Leider macht die mangelnde Heal Reduction das Spiel echt unplayable. Fairerweise hat er auch einfach zwei Portal-Embleme, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist halt echt, dieses Press the Attack ist echt sehr annoying. Oh mein Gott. 46 AP. Na gut. War das Alice Game von Jinx repariert wurde? Boah, keine Ahnung, Mann. War jetzt echt ein paar Wochen raus. 2, 4, wir sind als drittes dran, ne? Können auch Age of Night spielen. Können auch Brian nehmen. Hier Reduction gibt's wieder nicht. Ich kann auch Fiora nehmen, ne? Ja, mach mal. Fiora 2, Rakan auch noch mit Stoneplate. So. Boah, krass. Wir haben actually gerade eins der, wenn nicht sogar das schwächste Board. Also all die Fights, also in jedem dieser Fights denke ich mir, boah, wenn ich Heal Reduction hätte, wäre das free, no? Also, weil, also... Die machen mir auch überhaupt keinen Damage. Ob ich mir damit so einen Gefallen tue, die in die Backline zu schicken. Ich denke schon. Ja, jetzt schon mal die Everfrost hat. Aber auch hier wieder, ne? Der hat 4 Witchcraft. Und dann ist der leider für mich unkillable. Dann sagen wir, bürsten ihn irgendwie.
Das mit den Units, die ich habe, aber halt leider auch nicht drin ist. Krass, ey. Wie sehr ein mangelnde Heal Reduction dann doch Hops nehmen kann, ne? Aber das ist eigentlich das Hauptproblem. Nee, das Hauptproblem ist die Reduction. Na gut, dann müssen wir jetzt... Da ist keine Reduction drin, ne? Ich möchte weinen. Na gut. Hoffen wir mal, dass es reicht, ne? Morgana 2, ein krasser Drake, ein Karma Buff Upgrade. Gerne bitte eine Ult noch. Eine Ult. Oh, Junge, 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 was ein Fight. Okay. Beides absolut gar nicht vulnerable, ne? Okay. Aber zumindest sind wir pretty tanky. Ja, der hat den seinen Blitzcrank auch echt gute Tank-Items gerollt. Yora dead, Briar dead. Morgana hat auch eine Ult durchbekommen. Oh, Dizzylian CC. Let's go. Top 3 at least. Oh nee. Gold ist es wirklich gar nicht für uns gerade. Naja. Oh shit. Ja, wobei Bri hat ein CC durchbekommen. Aus dem Spot heraus, gar nicht so schlecht. Akali jumpt gar nicht in meine Backline. So. Und dann kommt wieder der Zillion CC. Nice, Top 2! I didn't expect that. Reduction gibt's wieder nicht. So, jetzt nehmen wir neben Briar 2 und bauen ein Fairy Emblem.
Bin ehrlich, ich wusste nicht, dass es ein random Artefakt ist. Oh, let's go! GG, Mann! Ey, da habe ich ja gar nicht mitgerechnet, dass das ein Win wird. Wo sind wir denn hier gelandet? LPG just winning, my friends. Da zeige ich doch gerne mal kurz mein Gesicht für. Another first. Krass. Kannst du die Briar füttern, oder? Nur one-on-one am Ende, ja. Vorher nicht. Krass. Die Frage ist, warum nicht beim Envil gegen Sunfire und für Stoneplay entschieden hast. Oh, ja, das war einfach ein Misplay. Ja, wer braucht schon hier Reduction? Das war sehr, sehr gut. Ja, die Karma Line, die ist einfach strong, ne? Fairerweise hat der Rest auch irgendwie ein bisschen weirder von der Meta gespielt, aber dass der mit zwei Portal Emblem hier nicht das nicht hinkriegt, weil eins war Natural und eins über Portal Crest, also das war schon machbar, denke ich. Aber nice. Einfach drei. Ja. Ich meine, fairerweise, ich habe einen 10er Winstreak gespielt, ne? Also es war schon wieder ein sehr, 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 sehr gutes Early Game. Die Early Games sitzen, Leute. Und deswegen ist Another First. 174 LP. Grandmaster ist, glaube ich, so bei 250 oder so. Not fucking bad. Und natürlich ein würdiger Banger. Ganz viel Liebe geht raus an euch. An den Zweitkanal. Peace.